Das lästigste, was es mitunter in Pokémon gibt, sind die sogenannten Volltreffer. Heute gehen wir der Frage ganz genau nach, was Volltreffer alles bewirken und umgehen können. Generell lässt sich über Volltreffer sagen, dass Volltreffer immer mehr Schaden anrichten als reguläre Treffer. Negative Statusveränderungen des Angriffs und Spezialangriffs von euch werden bei einem Volltreffer ignoriert. Dies betrifft auch die Verteidigungs- und Spezialverteidigungswerte des Gegners, wobei hier die Erhöhungen ignoriert werden. Folglich sind auch Attacken wie Reflektor und Lichtschild, sofern sie aktiv sind, in diesem Fall komplett wirkungslos. Ein Volltreffer zieht immer den anderthalbfachen Schaden ab. Vor der 6. Generation war dies noch der doppelte Schaden. Pokémon mit der Fähigkeit Superschütze können hier sogar den 2,25-fachen Schaden auslösen. Kampfpanzer oder Panzerhaut verhindern Volltreffer. Außer das Pokémon, das die Attacke einsetzt, beherrscht die Fähigkeit Überbrückung. Die Attacke Beschwörung hingegen schützt euch in jedem Fall vor einem Volltreffer, denn sie kann nicht durch Überbrückung umgangen werden. Die Abhängigkeit, wie Volltreffer gelandet werden, hat sich übrigens im Verlaufe der Generationen stark geändert. In der ersten Generation war dies noch der Fall gewesen, dass die Initiative-Basis darüber entschied, wie wahrscheinlich es ist, einen Volltreffer zu landen. Aufgrund einer sehr einfachen Formel hat dies aber dazu geführt, dass Attacken, die in Volltrefferstufe 2, wie zum Beispiel Schlitzer waren, fast immer Volltreffer bei den jeweiligen Pokémon gelandet haben. Deswegen ist seit der 2. Generation die Volltrefferbasis von einem Stufensystem abhängig. Die höchste Volltrefferwahrscheinlichkeit war hierbei in Stufe 5, wobei ihr hier zu 50% einen Volltreffer auf einen Gegner landen konntet. Seit der 6. Generation wurde dieses Stufensystem ein weiteres Mal überarbeitet. Nun könnt ihr sogar zu 100% Volltreffer landen, wenn ihr in Stufe 4 seid. Vor allen Dingen Pokémon wie Seedraking, auch liebevoll bezeichnet als Crit-Dra, sind ultra populär dadurch geworden. Denn es gibt die Möglichkeit, durch Fähigkeiten und durch Items die Volltrefferchance auf ein gegnerisches Pokémon zu erhöhen. Wie bereits erläutert, kann dies seit der 6. Generation dazu führen, dass das Pokémon immer Volltreffer gegen das gegnerische Pokémon landet. Außerdem besitzen einige Attacken von Natur aus eine höhere Volltrefferchance als andere. Die folgenden sind nun aufgelistet. Neben der erhöhten Volltrefferquote können die Attacken auch noch Sekundäreffekte wie zum Beispiel verursacht Verbrennung haben. Was haltet ihr eigentlich über die neue Mechanik von Volltreffern? Es ist ja durchaus interessant, dass Pokémon bis zu 100% Volltreffer ausüben können. Ist es jetzt nur ein strategischer Aspekt oder eher doch mehr Zufall? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ich bin richtig gespannt. Übrigens, liken, hypen nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das nun kostenlos mittels des Abonnieren-Buttons gerne tun. Doch ich verabschiede mich wie immer hier an der Stelle und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.